Damen und Herren, herzlich willkommen zum inzwischen fünften Vortrag unserer Vortragsreihe 50 Jahre Elektrotechnik hier in Lemgo, den wir, ja, es ist selbstredend, anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums des Fachbereichs Elektrotechnik, Technische Informatik hier halten. Also ich bin ja echt von den Socken, so viele Leute waren hier noch nie bei einem Termin und ja, wenn das heutige Thema das nicht bringt, dann weiß ich es auch nicht. Also ich will mich auch nicht lange hier vorne aufhalten, will einfach übergeben an die Kollegen. Wie intelligent werden Maschinen? Kurzer Hinweis noch, es gibt noch einen weiteren Vortrag, das ist heute der vorletzte Termin. Das ist, jetzt muss ich selber nachgucken, am 7.12. gibt es da noch einen Vortrag, nutzbare Forschung ist das. Ja, dann. Ja, schönen guten Abend auch von unserer Seite. Wir, das sind mein Kollege Oliver Niggemann, mein Name ist Jürgen Jaspernheiter. Wir beide wollen Ihnen was zu diesem sehr großen Thema heute sagen. Also da könnte man sicherlich eine ganze Woche drüber referieren. Wir haben es versucht, etwas knapper zu halten und werden uns den Ball auch gegenseitig zuspielen. Was dürfen Sie heute erwarten von der Veranstaltung? Wir werden Ihnen zunächst so einen kleinen Eindruck geben, was intelligente technische Systeme sind. Dann müssen wir, weil wir ja ein sehr technischer Fachbereich sind, auch mal ganz kurz ein bisschen nur abtauchen in die Grundstruktur eines jeden intelligenten technischen Systems, um dann gemeinsames Verständnis zu erarbeiten. Dann werden Sie drei kurze Geschichten der künstlichen Intelligenz von uns hören und wir werden dann in der Folge einige Arbeiten vorstellen, damit das nicht so abstrakt bleibt, die wir hier am Standort auch im Kontext der intelligenten Fabrik durchführen. Und dann wollen wir Ihnen, das haben wir nicht Zusammenfassung, sondern Neudeutsch Takeaways genannt, geben, weil wir nicht auf alles Antworten heute haben werden, sondern wir werden auch am Ende einfach einige Fragen offen lassen. Vielleicht können wir noch diskutieren oder Sie diskutieren das in einem anderen Kreis. Fangen wir zunächst mal an mit den Beispielen für intelligente technische Systeme. Hier, das ist eines unserer Lieblingsbeispiele. Das ist ein System, was zwei Studierende vor längerer Zeit gebaut haben, die fasziniert sind von dem Lösen dieses Zauberwürfels, den wir beide beispielsweise nicht beherrschen und wo die Studierenden sich vorgenommen haben, das jetzt mal mit einer Maschine zu lösen. Und zwar in einer Art und Weise, wo diese Konfiguration dieses Würfels beliebig sein kann und die Maschine am Ende immer zu dem Ergebnis kommt, dass sie diesen Würfel, wie es sich gehört, dann auch gelöst hat. Was würden Sie sagen, einfach mal durch Handzeichen? Wer wäre der Meinung, dass das ein intelligentes technisches System ist? Zwei. Ja, wer muss noch überlegen? Dann nochmal die Gegenprobe. Wer ist der Meinung, dass das kein intelligentes technisches System ist? Okay. Das ist erstmal auf der einen Seite erstaunlich, aber auf der anderen Seite auch erfreulich, weil das auch unserer Einschätzung entspricht. Denn dieses System bedarf sicherlich einiger Intelligenz, um es zu entwerfen und in Betrieb zu setzen. Aber das System selber verfügt nicht über die Eigenschaften der Intelligenz, über die wir heute hier noch sprechen wollen. Also von daher ist es ein automatisiertes technisches System, aber kein intelligentes. In der Folge wollen wir Ihnen jetzt vier Beispiele bringen für Systeme, die man vielleicht schon intelligenter bezeichnen kann. Das Thema autonomes Fahren ist sicherlich ein sehr prominentes, auf das viele von uns warten, einige nicht. Hier sehen wir ein Beispiel dafür, wie ein technisches System in der Lage ist, auf bestimmte Umgebungsbedingungen, die nicht immer vorstrukturiert sind, entsprechend zu reagieren. Und das ist ein System, was sicherlich schon als teilintelligent zu bezeichnen ist. Ein anderes Beispiel, was vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ist dieser neue Dienst von Amazon Prime Air, in dem dort Gebrauch gemacht wird von dem Einsatz sogenannter autonomer Drohnen, bei denen ich die Paketzustellung eben über den Luftweg löse und zwar nicht zentral gesteuert, sondern diese Drohne, die Sie jetzt sehen, ist, zumindest ist das die Vision, in der Lage, das Ziel eben autonom zu finden und damit eine Mission letztendlich zu erfüllen. Das soll auch nicht simuliert sein, sondern das soll echt sein. Sie sehen dort auch, da hinten kommt gleich ein Ballon im Horizont. Der wird auch autonom umfahren. Dort rechts ist er hier zu sehen. Diese Drohne findet jetzt ihr Ziel, hoffentlich sehr schnell. Und hier wird schon eine Meldung gegeben, dass es gleich im Garten ist. Und dort, wo ich jetzt diesen Amazon
Aufkleber hinlege, dort findet jetzt diese Drohne letztendlich dann auch ihr Ziel. Fände ich jetzt auch im privaten Gebrauch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das dann mal gelingt. Aber dieses technische System zeichnet sich eben auch durch ein autonomes Verhalten aus. Letztes Beispiel, weil intelligente technische Systeme verbinden wir sehr schnell mit der Robotertechnik. Und deswegen darf auch ein Roboter nicht fehlen, weil er uns Mensch eigentlich so ähnlich kommt. Und hier die Firma Boston Dynamics, eines der weltweit am fortschrittlichsten unterwegs befindliche Unternehmen in der Robotik, zeigt, was dort jetzt eigentlich so geht. Diese Firma wurde 2013 von Google gekauft, 2016 wieder verkauft, weil Google der Meinung war, dass wohl in nächster Zeit dort keine Google-kompatiblen Produkte entstehen werden. Aber wenn Sie sich das mal ansehen, gleich insbesondere die nächsten Szenen, sehen Sie schon sehr eindrucksvoll, dass so ein technisches System in der Lage ist, wirklich ein Ziel auch unter widrigen Umgebungsbedingungen noch zu erfüllen. Also er wird im Prinzip jetzt wirklich hier zurückgedrängt. Trotzdem hält er an seinem Ziel fest, also sehr zielorientiert. Und auch das wird ihn nicht aus der Bahn werfen. Also er bleibt dran. Aber das muss auch eine Eigenschaft sein, die wir unseren Studierenden beibringen, immer dranbleiben, auch wenn mal jetzt irgendwas schief läuft. Und wie Sie sehen, also ist dieses System wirklich fortgeschritten in der Lage, diese Mission hoffentlich dann am Ende des Tages noch zu erfüllen. Und es ist auch in der Lage, Gefahren zu erkennen. Das Licht ist erstmal dort. Normales automatisiertes System wüsste jetzt nicht mehr, was es machen soll. Dieser Roboter richtet sich zum einen auf, was auch schon eine gewisse technische Leistung ist, aber es hat jetzt auch eine sehr menschliche Schlussfolgerung, nämlich die, dass in so einer Gefahr bringenden Umgebung es das Beste ist, jetzt den Raum zu verlassen und die Flucht einzunehmen. Jetzt müssen wir das ein bisschen uns dahingehend ansehen, dass wir uns mal ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Wie sieht denn die Grundstruktur von so einem intelligenten technischen System aus? Wie Sie wissen, arbeiten wir ja auch hier in OWL sehr stark an diesen intelligenten technischen Systemen mit dem Spitzencluster. Und wir haben hier eigentlich diese Grundstruktur, die sich erstmal, ich kann nur an einer Seite eigentlich das machen, das ist ein bisschen ungünstig von der Usability. Aber hier sehen Sie das technische System, was jetzt durch entsprechende Elektronik gesteuert werden soll, über Sensorik, über Kommunikation, Informationsverarbeitung und Aktorik. Und damit entsteht ein geschlossener Wirkungskreis und damit kann man ein System automatisch laufen lassen. Das ist jetzt noch nichts, was uns vom Hocker reißt, sondern die Frage ist, wo kommt jetzt die Intelligenz eigentlich ins Spiel? Wir sehen eigentlich verschiedene Felder, die jetzt dazu beitragen, dass daraus ein intelligentes technisches System wird. Das erste ist, wir werden sehr viel weiter fortgeschrittene Sensorik sehen, die uns das System in die Lage versetzt, ihr Umfeld noch besser zu erkennen, als das heute schon möglich ist. Wir werden auch sehr viel fortgeschrittene Techniken sehen im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion. Und wir werden, das ist oben dargestellt, auch eine massive zunehmende Vernetzung dieser Systeme über das Internet mit anderen intelligenten Systemen zukünftig sehen. Wie Sie vielleicht wissen, wird für 2025 vorausgesagt, dass wir dort 50 Milliarden vernetzte Dinge auf dieser Erde haben werden, wo 5 Millionen neue vernetzte Dinge jeden Tag dazukommen. Das muss man sich erstmal vorstellen, was dann alles irgendwie vernetzt werden muss, wenn die Vernetzung so massiv um sich greift. Einer der Schwerpunkte, wo jetzt das Systemverhalten intelligent wird, wird sich zukünftig in der Informationsverarbeitung abspielen. Und zwar wird die deutlich ausgeweitet sein zum Vergleich heute. Heute haben wir, das ist der untere grüne Kasten, wir nennen das reflektorische Regulierung. Das ist letztendlich ein reflexartiges Verarbeiten von Zuständen. Wir alle kennen ja diesen Kniereflex, wo Ihr Arzt auf der Bank da mit einem kleinen Hämmerchen auf die Kniescheibe schlägt. Und wenn Sie gesund sind, dann schlägt Ihr Knie aus, ob Sie es wollen oder nicht. Wenn das Knie nicht mehr ausschlägt, dann ist irgendwas kaputt. Ja? Dann ist wahrscheinlich irgendwas im zentralen Nervensystem nicht in Ordnung, aber darauf haben Sie keinen Einfluss. Das heißt, diese Art der reflexartigen Verarbeitung ist heute der Stand der Technik in der Automatisierungstechnik. Dort haben wir, wenn ein Eingangssignal den Wert hat, dann berechnen wir etwas und dann wird ein Ausgang oder ein Aktor entsprechend angesteuert. Zukünftig wird diese Kette natürlich auch noch da sein, weil sie hochgradig echtzeitfähig sein muss. Aber darüber hinaus wird es jetzt noch eine kognitive Ebene geben, die uns in die Lage versetzt, auch das Systemverhalten noch besser zu
steuern. Und das ist jetzt die Vorlage für meinen Kollegen Niggemann. Denn diese Mechanismen werden uns in die Lage versetzen, dass Systeme zukünftig in der Lage sind, sich selbst zu konfigurieren, sich zu optimieren und auch zu diagnostizieren. Und wir halten in der Folge Systeme, die nicht nur das können, für das sie ursprünglich programmiert worden sind, sondern haben Sie mal diesen Boston Dynamics Roboter im Hinterkopf, die sind auch adaptiv und vorausschauend. Und sie können sich insbesondere durch Lernen aus ihrer Umgebung an die Umgebung anpassen. Und das führt uns zwangsläufig jetzt zu dem Thema der künstlichen Intelligenz. Oliver. Ja, danke. Also auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Also so ein Thema wie künstliche Intelligenz hat eine sehr lange Geschichte. Und man merkt ja immer so ein bisschen daran, das ist mal gehypt, mal ein bisschen weniger gehypt. Spätestens, wenn es beim Tatort vorkommt, ist es offensichtlich gerade gehypt. Und das haben wir beim Thema künstliche Intelligenz. Von daher lohnt es sich auch mal ganz grob, bevor wir jetzt in die Details gehen, was können wir damit in Fabriken, in der Produktion machen, einmal zu gucken, wo kommt das eigentlich her, dieses Thema. Ich habe mal so drei verschiedene Geschichten zusammengesucht. Eine ist Marvin Minsky, das ist einer der Väter der KI. Ganz beeindruckende Persönlichkeit. Und er hat KI sehr stark unter diesem, was er Society of Mind genannt hat, entwickelt. Und der Grundgedanke von ihm war, dass jede Intelligenz, sowohl menschliche als auch technische, es gibt nicht so einen magischen Algorithmus, irgendwie so eine Blackbox, ein tolles Verfahren, was Intelligenz produziert. Das ist also, man kann auch nicht ein menschliches Gehirn zerlegen und Intelligenz suchen. Das finden Sie da nicht. Sondern die Intelligenz entsteht im Zusammenspiel von vielen einzelnen Teilen, die an sich überhaupt nicht intelligent sind. Und er hat dann halt so Bilder gemalt. Es gibt verschiedene, es gibt Reflexe, es gibt Lernen, es gibt logisches Denken. Und nur dieses Zusammenspiel von ganz vielen Einzelteilen produziert etwas, was Intelligenz, was wir als Intelligenz bezeichnen. Das heißt, es gibt nicht diesen einen magische Methode, die wir jetzt erforschen hier, sondern es ist das Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Ansätzen und Überlegungen. Ganz grob mal, wenn man die KI mal betrachtet, das ist jetzt das ähnliche Bild, wie der Kollege Jasperleiter das hat, hier unten ist die Realität. Und auf die Fabriken an der Stelle, wir haben die reflektorischen Funktionen. Das sind letztendlich Funktionen, die hart reinkodiert sind, im Sinne von regelungstechnischen, steuerungstechnischen Funktionen. Da sitzt ein Programmierer, da schreibt ein Stück Software und dieses Stück Software erfasst eigentlich die Auffassung des Programmierers, was zu tun ist. Das hat der Programmierer aber weitgehend vorausgedacht. Es gibt ein sehr starker, darüber liegend, ein sehr starker Trend oder eine sehr starke Geschichte der künstlichen Intelligenz, die mit Zahlen arbeitet, die subsymbolisch sind. Das sind also reine Verarbeitung von großen Datenmengen, die etwas tun. Und darüber gibt es die sogenannte symbolische KI, die ganz anders denkt. Das sind Begriffe, das sind Verfahren, die in Begriffen, die in Symbolen denken, die in Sprache denken. Also ganz verschiedene Ansätze, wenn man sich das mal anguckt. Da können wir in dieses konnektionistische, subsymbolische mal ganz kurz reinspringen. Das ist so einer der Grundpfeiler der KI, auch einer der Entwicklungsstränge der KI in den letzten Jahren, also dieses Feld in der Mitte hier. Das ist, letztendlich hat man da gesagt, wir gucken uns mal an, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Wir wissen zwar nicht, wie Maschinen intelligent werden können, so ganz hundertprozentig. Das einzig intelligente System, was wir eigentlich kennen, ist das menschliche Gehirn. Also gucken wir uns das einfach mal an, wie funktioniert das, und wir versuchen uns davon, ich sag mal, inspirieren zu lassen. Nachbauen ist vielleicht zu viel gesagt an der Stelle. Aber dieser Teil der KI überlegt, wie kann ich die menschlichen Vorgänge im Gehirn, visuelle Vorgänge, Gedankenvorgänge, Analysevorgänge, Aktionsvorgänge in einen Computer abbilden. Wie kann ich eine Nervenzelle, wie kann ich das Zusammenspiel von Millionen von Nervenzellen nachbilden? Klingt erstmal relativ abgedreht. Wir werden mal am Ende nochmal sehen, dass da heute ganz erstaunliche Dinge eigentlich gehen. Aber das ist diese Richtung der konnektionistischen KI, die bis heute sehr wichtig eigentlich ist. Ich habe mal, um das mal ganz grob so eine Idee davon zu kriegen. Das ist so ein ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel. So irgendwie würde eine Vorlesung zur konnektionistischen KI anfangen. So ähnlich machen wir das dann auch. Stellen Sie einfach mal rechts oben eine Datenmenge vor. Sie haben rote und Sie haben blaue Elemente. Zum Beispiel hier sind das Noten und die Zeit, der Zeitaufwand, werden also zwei Gruppen von Studierenden. Wir haben also offensichtlich eine rote Gruppe, die investiert viel Zeit und kriegt gute Noten. Und wir haben eine blaue Gruppe, die kriegt schlechte Noten und investiert wenig Zeit. Das mag mal so ganz grob schon mal Sinn machen. Und jetzt so ein konnektionistischer KI würde jetzt sagen, okay, wir bauen hier
4 Neuronen auf und die sind mit Gewichten verbunden. Das simuliert ganz, ganz grob, das ist natürlich eine ganz grobe Annäherung, simuliert ganz einfach diese Verbindung zwischen Nervenzellen. Was macht eine Verbindung zwischen Nervenzellen aus? Die sind entweder stark gehemmt oder stark aktiv, das heißt, da wird entweder viele Signale übertragen oder wenig. Das simulieren wir hier durch ein Gewicht. Und dann wird letztendlich einfach gerechnet. Ich schreibe jetzt irgendwelche Gewichte da dran. Das ist ein Modell. Das ist ganz wichtig. Das ist unser Modell der Wirklichkeit, eine sehr einfache Wirklichkeit an der Stelle. Und was ich jetzt letztendlich mache, ich lege hier unten Eingangswerte dran. Das ist einmal hier die Note, das ist einmal die Zeit. Es gibt jetzt hier Gewichte. Diese Verbindung von hier nach da ist 2,1, diese ist 0,3. Und jetzt rechne ich hier oben einfach aus. Also dieser Wert ist einfach diese, die Eingabe 1,0 mal 2,1 wird einfach verstärkt, plus 3,0 mal minus 0,9. Da kommt irgendeine Zahl raus, hier minus 0,6. Das heißt, ich versuche Gewichtungen, Zusammenhänge einfach durch Verbindungen von sehr kleinen Einzelteilen und entsprechenden Gewichten auszudrücken. Hier gewinnt jetzt immer die Zahl, die am nächsten bei 0 ist. Und das wäre dann hier, das ist jetzt ein eindeutig jemand, der so ein Verhalten zeigt, der wäre in der roten Gruppe zu finden. Das heißt, ich lerne hier durch ganz einfache Zahlen ein paar Gruppen zu klassifizieren. Wenn ich eine andere Eingabe da unten dran lege, 4,3 und 0,9, also eine schlechte Note, wenig Zeit investiert, dann kommt das blaue Ergebnis raus. Wenn man sich das jetzt vorstellt, das ist nicht so einfache Berechnungsvorschriften nimmt, das ist viel komplizierter als eine Summe. Ich nehme auch nicht 4, sondern sagen wir mal 1 Million. Dann lassen sich ganz erstaunliche Zusammenhänge auf die Art und Weise ausdrücken. Das ist so eine der Ecken, aus der die KI an der Stelle kommt. Zweite, ganz andere Gedankenweise, symbolische KI ist also die obere Ebene in diesem Bild hier. Ist, letztendlich kommt aus der Logik, so richtig aus der klassischen Logik, die alten Griechen und solche Sachen wie Aristoteles, Syllogismus, alle Prüfungen können bestanden werden, Mathe ist eine Prüfung, dann kann auch Mathe bestanden werden. Also einfach, was wir als Induktion, Deduktion und entsprechende Logikkalkülen so kennen. Also eine sehr mathematische Herangehensweise. Bei uns zum Beispiel in Anlagen drückt sich das so aus, dass wir Regeln machen. Man kann dann Regeln da aufstellen. Wenn Stecker 1 gelöst, dann funktioniert Sensor 4 nicht. Wenn Sensor 4 nicht funktioniert, dann stoppt Band 8. Und jetzt kann man fragen, wenn Band 8 stoppt, woran kann das liegen? An Stecker 1. Also das sind relativ einfache Zusammenhänge, die aber hier in Sprache, in Symbolen ausgedrückt werden. Ganz andere Herangehensweise. Und auch da kann man sich richtig austoben. Und das sind auch diese drei Grundzusammenhänge, die wir auch in der Arbeit dann letztendlich nutzen. Es ist einmal die Überlegung, es gibt nicht eine Technik, wir müssen sehr komplexe Agenten bauen, die interagieren. Die zweite Überlegung, dieses Konnektionistische, wie kann ich mit mathematischen Modellen etwas erstellen? Und letztendlich dann die letzte Überlegung, wie kann ich das Ganze ganz oben auf oberster Ebene in Sprache, in Symbolen, in Begriffen ausdrücken. Und genau diese verschiedenen Ansätze versuchen wir zusammenzubringen und daraus eine intelligente Fabrik zu bauen. Das ist dein Stichwort hier. So, jetzt haben wir vielleicht einen Eindruck davon gewonnen, wie so eine Grundstruktur von so einem technischen System aussieht. Wir haben vom Kollegen Niggemann gehört, wie wir diese kognitiven Verarbeitungsebenen verstehen müssen. Und jetzt wollen wir Ihnen in der Folge einige Beispiele aus Projekten, wo das auf verschiedenste Art und Weise zusammenspielt, hier präsentieren. Wie Sie vielleicht wissen, arbeiten wir hier am Standort sehr stark in dem Handlungsfeld der intelligenten Fabrik. Wir haben dafür aus Fraunhofer und Hochschulsicht ja auch eine eigene Fabrik gebaut, um möglichst an der Realität zu sein. Und die Smart Factory, so ist das neudeutsche Wort eben dafür, wird auch als ein Kernelement der Industrie 4.0-Initiative gesehen. Und wir sehen im Wesentlichen drei Handlungsfelder, wo wir auch dazu beitragen wollen, mit intelligenten technischen Systemen, um diese Smart Factory Realität werden zu lassen. Das erste ist, dass wir beitragen wollen, indem wir eine Fabrik und die da drin befindlichen Maschinen wandlungsfähig gestalten wollen, weil es ist allgemein anerkannt, dass zukünftig Produkte, die wir alle kaufen, nicht mehr von der Stange kommen sollen, sondern wir wollen idealerweise ein sehr spezifisches, auf meine Bedürfnisse individualisiertes Produkt haben, zum gleichen Preis wie das Massenprodukt. So, und das ist natürlich nicht so einfach möglich.
Vor allen Dingen werden dann die Losgrößen sehr klein. Ich habe dann keine riesengroßen Stückzahlen mehr in der Fabrik. Und die Fabrik muss in der Folge auf neue Umgebungsbedingungen eingestellt werden, die schneller gehen müssen, als das heute der Fall ist. Das nennen wir Wandlungsfähigkeit. Das zweite ist natürlich ressourceneffizient. Ich möchte mit möglichst wenigem Ressourceneinsatz ein Ergebnis erzielen. Dazu gehört Energieeffizienz, aber auch Materialeffizienz. Auch dort werden wir ein Beispiel gleich hören. Und das Thema Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie, das haben wir jetzt im Hinblick auf den Vortrag, der noch in dieser Reihe entsteht, jetzt mal ausgespart. Und vielleicht auch zu unserer Ehrenrettung sehen wir das Ganze nicht nur technologisch, wie Sie dort sehen, als eine Säule, sondern es ist ein Zusammenspiel von Technologie, Arbeitsorganisation und Mensch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt diese Woche oder letzte Woche mal einen Beitrag aus der ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit gesehen hat. Da hat sich ja die ARD auch in vielen Beiträgen mit dem Thema Arbeit der Zukunft beschäftigt. Und das strahlt natürlich auch in dieses Themengebiet rein. Das heißt, wir haben vielleicht auch nach einem eigenen Verständnisprozess, gehen wir weg von einer vollautomatisierten Fabrik hin zu einer Fabrik, wo der Mensch als Akteur im Mittelpunkt stehen soll. Das heißt jetzt nicht, dass alle Arbeiten, die der Mensch heute macht, auch zukünftig noch gemacht werden, aber wir wollen das schon menschenzentriert betrachten. Das müssen wir auch tun, weil wir, wie man das hier qualitativ sehen kann, eine zunehmende Komplexität der technischen Systeme sehen. Das merken Sie alle wahrscheinlich auch auf Ihre Art und Weise, dass die Systeme, mit denen Sie arbeiten, die Produkte, mit denen Sie arbeiten, fast jeden Tag irgendwie mit neuen Funktionen durch Updates angereichert werden. Das heißt, wir haben einen fast exponentiellen Anstieg der Komplexität. Das gilt auch für die Automatisierungstechnik. Und auf der anderen Seite, den Graphen, den Sie dort sehen, was soll der sagen? Der soll sagen, dass wir als Menschen uns aber eigentlich nur mit einer bestimmten wahrgenommenen Komplexität noch wohlfühlen. Wenn die Komplexität für uns Menschen zu groß wird, dann haben wir eher die Neigung, das nicht mehr zu benutzen oder aber nach dem Motto zu verfahren, never change a running system. Aber wenn wir never change a running system als Philosophie haben, das passt nicht zusammen mit dieser Wandlungsfähigkeit, die wir gerade gesehen haben. Also müssen wir es irgendwie hinbekommen, dass die wahrgenommene Komplexität der Systeme auf einem für uns erträglichen Niveau bleibt, wobei die Komplexität selber exponentiell ansteigen wird. Und dafür braucht man, glaube ich, kein Mathematiker zu sein, wenn man diese beiden erstmal gegenläufigen Kurven irgendwie in Einklang bringen will, müssen wir was tun. Und unserer Meinung nach ist ein Schlüssel dafür die Schaffung von intelligenten Assistenzsystemen, die, wie Sie hier sehen, mit der zunehmenden Komplexität an zunehmenden kognitiven Fähigkeiten sich auszeichnen. Und diese kognitiven Fähigkeiten sind Fähigkeiten, die bisher dem Menschen vorbehalten geblieben sind. Das heißt, mit zunehmender Zeit werden wir Systeme sehen, die eben über solche Fähigkeiten verfügen, für die bisher eben Menschen benötigt worden sind. Und vielleicht das schon mal vorweg. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch so weit rum, dass nicht zukünftig nur die einfachen Routinejobs Teil der Automatisierung werden, sondern, man mag es gar nicht glauben, insbesondere auch die Jobs, wo absolutes Expertenwissen erforderlich ist. So, ob wir das wollen, wie wir das gestalten wollen, ist vielleicht nochmal eine andere Thematik. Jetzt machen wir mal wieder eine Erdung und gucken uns mal einige Beispiele für solche, wir haben da etwas, wie man das im Lippischen so macht, ne, das mal Teilintelligenz. Ja, die sind noch nicht intelligent in dem Sinne, wo wir hinkommen können, aber eine Teilintelligenz ist vorhanden. Wir werden jetzt so drei Beispiele Ihnen vorstellen. Einmal aus dem Bereich, wo wir ein Konfigurations- oder Planungsproblem haben, wo wir ein Optimierungsproblem vorliegen haben und wo wir ein Analyseproblem vorliegen haben. Und wo wir jetzt diese Struktur, die wir gerade besprochen haben, jetzt in die Anwendung bringen. Das erste, vielleicht sehr naheliegende Beispiel ist ein System, welches eine neue Aufgabe bekommt und sich dazu möglichst ohne Menscheneingriff selbst konfigurieren soll. Wir nennen das jetzt etwas mehr marketingmäßig das Plug-and-Work-Prinzip. Weil wenn uns das gelingt, dann haben wir einen wesentlichen Beitrag geleistet, um dieses Thema Wandlungsfähigkeit in der Fabrik zu lösen. Hier mal ein kleines Video,
was hier auch gedreht worden ist. Hier ist jetzt ein Mitarbeiter ohne große Expertise, wobei der das hat, aber das soll jetzt mal ohne Expertise sein, in der Lage, dieses neue mechatronische System an die Stelle zu packen, wo es hingehört. Die Anlage hat jetzt bisher eine bestimmte Aufgabe, aber die neue Situation ist die, dass dieses Produktionsmodul jetzt eingehängt werden soll und idealerweise nur mit dem, was nicht zu vermeiden ist, in diesem Fall den Materialfluss und die Daten- und Energieversorgung. Und dann passiert jetzt eine ganze Menge unter dem Blech, was bisher Ingenieure machen müssen. Und wie Sie sehen, zeigt jetzt in dem Leitstand das System an, dass dieses neue Modul aufgenommen worden ist und die Maschine jetzt, wie von Geisterhand, eine neue Fähigkeit bekommen hat. Dass das Ganze nicht nur Science-Fiction ist, sondern schon auch mit realen Technologien untersetzt. Das möchte ich Ihnen zumindest andeutungsweise hier zeigen. Damit das gelingt, braucht der Mann oder die Frau drei Dinge. Das eine ist, wir brauchen ein Modell von dem System, also das Umweltmodell eigentlich, das Weltmodell, was wir hier in einem Prozessmodell hinterlegen. Da brauchen wir gar nicht auf die Details einzugehen. Das ist jetzt die aktuelle Konfiguration der Anlage vor der Veränderung. Dann brauchen wir Dienstverzeichnis, will heißen, da sind die einzelnen Produktionsmodule, Einheiten in der Lage, sich in der digitalen Welt so zu artikulieren, dass das Umfeld damit etwas anfangen kann. Und zwar in einem Verzeichnis, was von jeder Stelle aus zugreifbar ist. Und diese Anlagenontologie, das ist letztendlich eigentlich Begriffe, Verbindungen, Beziehungen, letztendlich formalisiertes Wissen über diese Anlage. Mit diesen drei Dingen kann man das Problem jetzt lösen. Jetzt wird ja, wie gerade in dem Video zu sehen war, dieses Produktionsmodul eingefügt. Und das setzt voraus, dass wir ein erweitertes Weltmodell haben, was nämlich da sagt, ich möchte einen neuen Produktionsschritt aufnehmen. Und dieser Produktionsschritt, der wird in das Prozessmodell eingetragen. Der kann synthetisch erfolgen oder auch manuell. Und er enthält im Wesentlichen eigentlich die Anforderungen an die Betriebsmittel. In der rechten Seite, da sehen Sie auch, da wie so beim Explorer, ist da eine ganze Menge an Zeugs hinzugekommen. Das ist das Modul, was der Nicht-Experte dort gerade auch in Unkenntnis dort reingeschoben hat. Was da im Inneren stattfindet, das ist alles über Kommunikationsschnittstellen jetzt in dem System verfügbar gemacht worden. Und da bietet sich jetzt ein neues Produktionsmodul an. Und auf der anderen Seite haben wir eine Anforderung. Und die Herausforderung, dafür brauchen wir dann auch Algorithmen aus der KI, besteht jetzt darin, zu schließen, dass das, was wir dort reingeschoben haben, die Anforderungen, die wir haben wollen, erfüllen kann. Und zwar in einer Art und Weise, dass das alles maschinell erfolgen kann. Und das sind Dinge, an denen wir aktuell noch arbeiten. Die anderen Schritte, die ich gerade zuvor genannt habe, die haben wir alle schon prototypisch umgesetzt, sodass wir da eigentlich schon guter Hoffnung sind, dass wir solche Systeme in naher Zukunft realisieren können. Wenn wir das gemacht haben, dann ist das System in der Lage, durch die Bindung von dem neuen Anforderungsschritt und den Hardware-Ressourcen, nenne ich sie jetzt mal, eine neue Systemrekonfiguration anzustoßen. Und dann läuft das System mit einer neuen Fähigkeit. So einfach kann es dann auch sein. Das war das Prinzip Planung und Konfiguration. Und jetzt werden wir ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Analyse sehen. Wenn Sie ein System analysieren wollen, bei uns ist es Fabriken, Antriebe, Roboter, Maschinen, ist der zentrale Begriff des Modells. Und da sind wir auch sehr nah wieder bei der KI. Ohne ein Modell der Umgebung kann ein System nicht intelligent sein, kann auch kein Mensch intelligent sein. Irgendwann im Laufe der letzten Millionen Jahre hat die Evolution sich nämlich einen ganz tollen Trick ausgedacht. Wie kann etwas intelligent werden, indem es etwas über seine Umgebung weiß? Jeder von Ihnen hat ein Modell der Umgebung im Kopf. Das mag jetzt sein, ich sitze hier in einem Vortrag, wann gibt es die Getränke? Diese Überlegungen bilden für Sie die Realität um Sie ab. Das hat sich im Laufe der Evolution einfach dadurch bewährt, dass wenn Sie ein System der Umgebung haben, können Sie intelligent agieren. Wenn vor 100.000 Jahren jemand durch den Wald ging und da tauchte ein Säbelzahntiger auf, dann war es einfach entscheidend, dass man ab jetzt richtig eine Lösungsfindung, dass man eine Planung eingehen konnte. Wie schnell kann ich rennen? Wie weit ist der nächste Baum weg? Wird er mich beißen oder nicht? Dieses Wissen über die Umgebung wird genau, ne, wie das vor 100.000 Jahren auch war, benutzt, nämlich zur Simulation, zur Prognose der Zukunft.
Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann werde ich aufgefressen. Wenn ich auf den Baum hochklettere, werde ich das nicht. Das heißt, Intelligenz hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Umgebung nicht nur erfassen können, sondern dass wir ständig simulieren können. Wir können uns immer wieder fragen, was wäre wann? Wie würde sich meine Umgebung verhalten? Evolutionär nicht nur wichtig, um vor Säbelzahntigern wegzulaufen, sondern ganz entscheidend, sich in großen sozialen Gruppen zu verhalten. Je größer, je komplexer eine soziale Gruppe, umso entscheidender ist, dass man das Gruppenverhalten vernünftig prognostizieren kann und sich entsprechend verhalten. Also einer der großen Treiber der menschlichen Intelligenz war unser soziales Verhalten. Und letztendlich brauchen wir eine ähnliche Fähigkeit in technischen Systemen, um, wir fangen jetzt mal mit Analyse an, um zum Beispiel zu analysieren, ob ein System richtig funktioniert oder nicht. Wenn Sie sich das Bild angucken, hier ist das technische System. Und wir brauchen ein Modell davon. Dieses Modell beschreibt uns, wie sollte sich meine Umgebung, mein technisches System normalerweise, wenn alles okay ist, verhalten. Wie das Modell aussieht, da gibt es relativ viele Ansätze. Es gibt sehr viele klassische Ansätze aus der Regelungstechnik, aus der Mechatronik. In der KI sind das diese beiden Sachen, die wir gesehen haben, konnektionistische Ansätze, symbolische Ansätze, also ganz verschiedene Arten von Modellen, Regeln, diese neuronalen Netze, die wir gesehen haben, diese Nachbildung der Neuronen. In jedem Fall bildet dieses ein Modell der Umgebung in dem Sinne, dass es mir erlaubt, das Umgebungsverhalten vorherzusagen. Wenn ich das zum Beispiel habe, ich habe ein technisches System, eine Fabrik, ich habe ein Modell davon und vergleiche das jetzt und ich stelle fest, mein Modell sagt, es sollte sich so verhalten, das verhält sich aber ganz anders, dann habe ich einen Fehler in der Anlage festgestellt und kann entsprechend reagieren. Und wenn Sie sich das vorstellen, eine heutige Produktionsanlage, wo die Anzahl der Signale eher im 10.000 Bereich ist, das kann kein Mensch mehr sehen. Sie können das nicht mehr visuell erkennen, wo ist etwas okay und wo nicht. Sie sind sowieso auf die Unterstützung eines Rechners angewiesen. Also ganz wichtig, diese Modelle müssen wir in die Maschine bringen und dann programmieren wir die Maschinen nicht mehr, sondern die Maschine weiß, wie sie sich verhalten sollte und kann dann dieses Modell nutzen, um mit Was-wäre-wenn-Fragen sich wirklich durch die Umgebung zu hangeln und eine eigene Lösungsstrategie zu entwickeln. Ich mache mal ein Beispiel für eine konnektionistische, subsymbolische Modellbildung an der Stelle. Wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Das ist ein Beispiel hier bei uns aus der Smart Factory. Das bildet im ganz Kleinen ein Hochregallager nach. Also ein Objekt wird in diesem Fall relativ sinnlos von oben nach unten bewegt und ein bisschen hin und her geschoben. Letztendlich ist es natürlich das Verhalten, was Sie auch in großen Hochregallagern haben. Wir können hier zum Beispiel erfassen, wie ist die Leistungsaufnahme des Systems, wie viel Energie verbraucht es dafür. Wenn wir jetzt das ist jetzt ein Ansatz, ein konnektionistischer Ansatz, wo wir die Neuronen letztendlich grob nachbilden. Was Sie hier sehen, ist, die Signale werden aufgenommen und es bildet sich jetzt im Rechner eine Karte. Diese Karte, vielen Dank an den Mitarbeiter Pong Li, der hat nämlich das Video erstellt, der ist irgendwo, ne? Pong, danke. Also diese Karte bildet jetzt Folgendes nach. Sie haben hunderte, tausende von Signalen als Eingabe. Das kann man nicht mehr überblicken. Jetzt wird das Ganze reduziert. Was ist Lernen? Lernen ist etwas Kompliziertes, letztendlich kompakt darzustellen. Wenn Sie sich an Ihr Studium, Ihre Ausbildung, an die Schullaufbahn erinnern, dann ist es letztendlich so, Sie haben die Bücher ja nicht auswendig gelernt. Also es wäre vielleicht hin und wieder ganz praktisch, aber Sie haben natürlich nicht auswendig gelernt, was steht auf Seite 27, sondern Sie haben für sich ein verdichtetes Modell gebildet, was stand da drin, damit Sie es besser merken können, damit Sie es besser anwenden können. Das passiert hier auch. Diese tausenden Signale werden hier abgebildet auf eine ganz einfache zweidimensionale Karte. Jeder Betriebszustand des Systems ist hier ein Punkt. Das mag der Punkt sein, zum Beispiel, das wird von links unten nach rechts oben gerade transportiert. Die gelben Punkte sind Punkte, die sehr oft vorkommen. Die roten Punkte sind letztendlich Bereiche, die sehr wenig vorkommen. Und jetzt kann ich etwas relativ Einfaches machen, durch diese Abbildung dieses sehr komplexen technischen Systems auf eine ganz einfache Karte, kann ich zum Beispiel sagen, wenn ein neuer Datenpunkt hier ist, das ist jetzt eine Messung, ein Zustand der Anlage, das ist im gelben Bereich, das wird okay sein. Das ist im roten Bereich, das ist nicht okay. Das ist wieder okay, das ist nicht okay. Letztendlich die Inspiration, das hat ein Herr Cohn vor sehr vielen Jahren gemacht. Er hat sich wirklich in dem Sinn, den Sehsinn im Okzidalkortex
Lappen angeguckt, des menschlichen Gehirns. Das ist letztendlich der Bereich des menschlichen Gehirns, der für visuelle und motorische Fähigkeiten vorgeschaltet ist, wo letztendlich das Gehirn, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen, so als Bild, wo das Gehirn eine Umgebung nachbaut, ne, wo ist etwas, beziehungsweise auch nachbaut, wie kann ich mich, man sieht also, wo ist ein Arm, wo ist ein Bein, entsprechende Fähigkeiten auch räumlich abbildet. Das hat der Herr Cohen sich angeguckt, hat das analysiert und ist zu diesem Algorithmus gekommen. Und wir nehmen jetzt die gleiche Verfahren, bauen das in Maschinen ein und können dadurch einfach feststellen, funktioniert meine Anlage gerade richtig oder funktioniert meine Anlage falsch. Man kann das auch symbolisch machen. Also wir wanken da auch immer zwischen konnektionistisch und symbolisch. Das war jetzt für Signale, die letztendlich kontinuierlich waren. Also Werte, die beliebige Werte zwischen 0 und 1 zum Beispiel annehmen können. Oft haben wir das nicht. Oft haben wir Schaltsignale. Das ist eine ganz andere Form. Da kommt da nicht ein Wert, sondern da kommt ein Triggersignal. Schalte den Motor ein, schalte die Pumpe aus. Und das kann man so nicht erfassen, das ist eher symbolisch. Das ist ein Symbol, was kommt, eingeschaltet. Und das analysiert man dann mit ganz anderen Methoden. Das ist jetzt, was Sie hier sehen. Sie sehen hier rechts oben gleich wieder das Hochregallager, stilistisch vereinfacht abgebildet. Und Sie sehen hier letztendlich ein Modell wieder, was gelernt wird. Das bildet ein Modell von diskreten, von symbolischen Ereignissen ab. Und hier unten sehen Sie die Leistungsaufnahme gleich. Und Sie sehen jetzt, rechts oben bewegt sich irgendwas, das sind die Bewegungen des Hochregallagers. Und hier oben wird jetzt automatisch ein Modell erzeugt. Das ist ein sogenannter Automat und der bildet die Reihenfolge der korrekten Schaltereignisse in einem System ab. Aus Sicht der KI ist das sehr ähnlich. Es ist wieder ein Modell der Umgebung, was gelernt wird. Und wieder kann ich das Modell benutzen, um es mit der Realität zu vergleichen. Und wenn eine Diskrepanz auftritt, dann hat irgendetwas nicht funktioniert. Also auch hier wieder Dank an die Mitarbeiter, die das Video gemacht haben. Es steckt sehr viel Arbeit von ganz vielen Leuten dahinter. Ein anderes Beispiel, was Sie hier sehen, ist eine Interaktion mit der Maschine. Und hier spricht jetzt ein Mitarbeiter über sein Handy mit der Maschine, fragt, gibt es irgendwelche Anomalien? Das System antwortet, es gibt eine Anomalie mit dem Transportsystem. Letztendlich fragt dann der Benutzer nach, naja, woran liegt das denn? Und es wird eine Fehlerursache rausgesucht. Das ist natürlich symbolisch, das ist Sprache. Und wir waren ja eben schon beim Lernen von Modellen mit den Automaten auf einer symbolischen Ebene. Und das Schöne ist hier einfach, wenn Sie einmal symbolisch sind, dann können Sie die Symbole auch so wählen, dass Sie Symbolen entsprechen, die der Mensch gut kennt. Und was sind die Symbole, die wir am besten kennen? Sprache. Sprache ist nichts anderes als eine symbolische Verarbeitung von Umgebungsinformationen, die wir haben. Vielleicht die größte Erfindung der Evolution, nämlich die es uns erlaubt, mit Symbolen unsere Umgebung zu verarbeiten, zu verstehen und vor allem zu kommunizieren. Und letztendlich sehen Sie, wir versuchen jetzt hier letztendlich die Kette auch zu schließen von diesem subsymbolischen, konnektionistischen, Neuronen angeregten Modellen bis hin zu einer symbolischen Verarbeitung. Und das sind verschiedene Bestandteile. Wir hatten am Anfang den Herrn Marvin Minsky, der sagt, es gibt nicht eine Methode. Und wir versuchen jetzt diese verschiedenen Methoden anzuwenden und in einer Maschine so zusammenzuschalten, dass das Gesamtbild zumindest einigermaßen intelligent aussieht. Ich habe noch ein letztes Beispiel. Das ist jetzt Optimierung, eine Energieoptimierung. Sie haben eine große Anlage, die soll selbstständig ihren Energieverbrauch optimieren. Auch da, das ist jetzt ganz nah an dem Säbelzahntiger dran. Sie haben ein Modell, hier in diesem Fall, wie viel Energie wird mein System verbrauchen? Und was Sie jetzt machen, ist das, was in Ihrem Kopf dann auch passiert. Was wäre, wenn? Wenn ich langsam hochklettere, habe ich ein Problem. Wenn ich einen kleinen Baum, dann funktioniert das nicht richtig. Dieses Was wäre wenn, was ist der richtige Lösungsweg, was ist die richtige Handlungsstrategie, das macht der Rechner jetzt auch ohne Säbelzahntiger hier in der Betrieb einer technischen Anlage, der Finden der richtigen Parameter, der richtigen Konfiguration. Was ich jetzt mache, ich habe hier eben gezeigt, man kann Modelle lernen der Umgebung. Wir haben das einmal
kollektionistisch, subsymbolisch gesehen mit der Karte. Wir haben das einmal mit den Symbolen gesehen. Und letztendlich schmeißen wir diese Modelle jetzt im Optimierungsverfahren vor. Das sind diese gelernten Modelle. Und in dieser Iteration suche ich jetzt eine bessere Konfiguration, einen besseren Arbeitspunkt. Das tut jetzt die Maschine. Das war der Ursprung, nee, das ist jetzt schon der optimierte Lauf des Hochregallagers. Und die Mitarbeiter haben das freundlicherweise mal so visualisiert, dass man die beiden, den optimierten und den nicht optimierten Verlauf nebeneinander sieht. Und man sieht jetzt hier, man hat hier 14% Energie eingespart und so ist sogar noch schneller. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise dauert es länger und man spart Energie ein. Das ist normalerweise so ein Trade-off. Natürlich ein sehr schönes Beispiel jetzt hier. Das war mal so ein ganz grober Überblick. Wie nutzen wir jetzt diese konnektionistischen, diese symbolischen KI-Verfahren? Wie bauen wir die in eine Maschine ein? Und was können wir irgendwann erwarten? Das sind jetzt Prototypen. Das sind Sachen, die bei uns in der Smart Factory OWL laufen. Aber man kann sich mal grob vorstellen, wenn das überall in der Produktion eingebaut wird, welchen Impact das auf unsere Wirtschaft hätte. Ja, dann würden wir jetzt schon zum letzten Teil kommen, nämlich nochmal versuchen, die Frage zu beantworten, wie intelligent werden denn jetzt Maschinen? Sie haben jetzt einige Beispiele gesehen, wo wir glauben, nicht so weit von der Einführung entfernt zu sein. Aber was wir sehen, sind ja auch hochspezialisierte Maschinen und nichts, was den Mensch vollständig substituieren könnte. Also wir sehen jetzt erstmal Intelligenz als die Fähigkeit eines Akteurs, das kann eine Maschine oder Mensch sein, zur Autonomie. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und die Autonomie ist letztendlich nichts anderes wie die Fähigkeit, ein Ziel in einer unsicheren Umgebung zu erreichen. Haben Sie immer noch im Hinterkopf den Roboter, der das Ziel hatte, dieses Päckchen zu transportieren. Und die Umgebung war für ihn ja jetzt nicht im Sinne von Gefahr, aber auch das keine sichere Umgebung, sondern er musste ständig seinen Weg zur Erfüllung des Ziels, seine Strategie ändern und anpassen. Und deswegen glauben wir, dass eben zwei wesentliche Eigenschaften ein intelligentes technisches System, eine intelligente Maschine ausmachen. Das sind die Planungsfähigkeit und die Lernfähigkeit. Ein System, was nicht in der Lage ist, im Betrieb zu lernen, ist eben ein automatisiertes System maximal, aber kein intelligentes. Interessant ist, dass die besten KI, also KI-Forscher, so KI meint jetzt eben Intelligenz auf nicht biologischer Hardware der Welt, schätzen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bis 2050, bis dahin ist noch ein bisschen, fließt noch ein bisschen Wasser durch die Bäger, Maschinen die menschliche Intelligenz erreichen können. Aber man ist sich auch weitestgehend darin einig, dass Computer eben keine Emotionen haben. Und wenn Computer keine Emotionen haben, dann haben die auch keine Möglichkeit, Sympathie und auch Empathie zu erzeugen, was aber im Umgang mit dem Umfeld eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung ist. Das heißt, wenn Sie keine Fähigkeit zur Kreativität haben und auch keine soziale Kompetenz haben, dann wird das immer deutlich unter den Möglichkeiten, die der Mensch hat, bleiben. Was aber, ich denke mal, so fast so sicher wie das Amen in der Kirche ist, ist, dass unsere Arbeitswelt, wie wir arbeiten, das merken wir ja schon heute, sich dramatisch verändern wird. Klar ist auch, dass schon heute und auch in naher Zukunft der Mensch und die Maschine in ganz anderer Art und Weise miteinander zusammenarbeiten werden, wie wir das heute in den Fabrikhallen beispielsweise sehen. Also Roboter, die aufgrund ihrer Stumpfsinnigkeit eingesperrt wurden, werden zukünftig nicht gleichwertige, aber eher Kollegen sein als Maschinen. Die Automatisierung und auch die Vernetzung werden weiter zunehmen. Das ist auch in bestimmter Hinsicht sehr gut so, denn wer von uns will eigentlich schwere körperliche oder langweilige Arbeit machen? Das können ja Automaten, hochspezialisierte Automaten, viel besser machen. Und was wir ja auch zur Kenntnis nehmen müssen, ist, ob wir vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung noch überall an den Stellen, wo wir es brauchen, die Anzahl von qualifizierten Fach- und Führungskräften haben werden, ist ja mehr als fragwürdig. Also wir sehen das ja beispielsweise, wir sind ja sogar leidgeplagt hier als Professoren der
Elektrotechnik und technischen Informatik. Wir können ja gar nicht so viele junge Menschen dazu bewegen, einen solchen Studiengang zu wählen, wie es offene Stellen gibt. So, da können wir uns wahrscheinlich am Ende des Tages strecken, wie wir wollen. Da wird nicht genug hinterherkommen, um alles das zu bedienen, was wir für Wohlstand und Innovation brauchen. Von daher könnte es durchaus auch eine Strategie sein, dass dort spezialisierte Roboter und Maschinen vielleicht die eine oder andere Arbeit auch in Bezug auf Expertensysteme übernehmen. Langfristig ist nicht ausgemacht, es gibt auch kein Naturgesetz, dass das nicht passiert, dass Maschinen den Menschen in der Produktion vollständig ersetzen werden. Das ist jetzt eher eine Frage der Ethik und Moral und auch der Philosophie, wie wir denn letztendlich damit umgehen wollen, weil diese Maschinen, die das können, müssen ja auch erstmal entwickelt werden und die müssen auch akzeptiert sein. Das ist auch ein Prozess, wie wir das letztendlich gestalten. So, von daher haben wir hier an dieser Stelle nicht nur Antworten, sondern auch selbst Fragen, auf die wir noch keine letztendliche Antwort haben. Also Prognosen sind ja schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Trotzdem würde ich das mal wagen wollen und mal in die Lebenswirklichkeit meiner Enkel projizieren. Vielleicht auch der Kinder schon. Mal gucken. Man könnte sich jetzt sagen, dass mit der KI und intelligenten Maschinen, das hat man schon häufiger gehört, und mal gucken, was da echt bei rauskommt. Irgendwie hat sich das noch nie so. Bisher laufen die Roboter nicht durch Detmold und Lemgo und das wird schon nicht so schlimm werden. Es gibt eine ganze Menge Zeichen dafür, dass das so nicht richtig ist, sondern wir werden uns vielleicht damit mal beschäftigen müssen, was wäre eigentlich, wenn das so funktioniert. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die das sehr ernsthaft glauben und meines Erachtens auch berechtigterweise. Die Europäische Union hat als eines der größten Forschungsprojekte, die EU jemals gestemmt hat, das Human Brain Project ins Leben gerufen. Es geht darum, das komplette menschliche Gehirn in einem Rechner nachzubilden. Es ist viel weniger verrückt, als es klingt. Wir haben ja diese neuronalen Netze auf verschiedensten Ebenen jetzt eben schon mal gesehen. Und was dahinter steckt, ist, wir haben eine dermaßen starke Zunahme an Rechenpower, dass wenn Sie mal rechnen, wie viele Operationen das menschliche Gehirn kann und wie viele Operationen heute die größten Supercomputer können, selbst wenn, es ist nicht ganz klar, wie viele Operationen kann das menschliche Gehirn eigentlich, aber selbst wenn Sie da relativ optimistisch rangehen, werden Sie feststellen, da fehlt nicht mehr viel. Wir erreichen in einigen Jahren den Punkt, wo der Computer genauso viele Rechenoperationen wie das menschliche Gehirn ausführen kann. Und dann stellt sich die Frage, kann man es da nicht auch simulieren? Und das Human Brain Project der EU investiert jetzt in 10 Jahren 1 Milliarde Euro. Erstmal, es gibt wenig Projekte in der Größenordnung, die bei dem Preis geblieben sind, wo sie am Anfang waren. Also, und das ist ein sehr ernsthaft betriebenes Forschungsprojekt, was das Ziel hat, in 10 Jahren das menschliche Gehirn nachzubilden, komplett. Zielrichtung ist natürlich aus Sicht der KI-Forschung klar, geht sowas überhaupt? Was kommt dabei raus? Es geht natürlich auch um sehr viel medizinische Überlegungen. Wenn man es schafft, das menschliche Gehirn zu simulieren, versteht man vielleicht auch besser, was da oben eigentlich vorgeht und kann sehr viele Krankheiten behandeln. Die Nachteile, ich glaube, jeder, so ein leichtes Schaudern überkommt einem schon bei dem Gedanken. Das Ding ist ein simuliertes Gehirn, kein echtes, aber man kann sich ja mal fragen, wenn ein Gehirn so tut, als wäre es ein Gehirn, wo ist eigentlich der Unterschied noch an der Stelle? Ne? Also von daher, also die Möglichkeit ist da und die Auswirkungen, welche Auswirkungen hätte das auf uns, wenn wir als Menschen künstliches Gehirn gebaut haben, was funktioniert, was denken kann, was reden kann? Wie gehen wir damit um? Das sind uns Fragen, die sind in dem Projekt nicht gerade zentral behandelt. Ich bleibe mal bei der Idee, das ist jetzt die konnektionistische Variante. Sie sehen, dieser Zweiklang in der KI-Forschung bleibt erhalten. Es gibt vielleicht noch eine, vielleicht dann noch abschließend, dann können wir alle zu den Getränken gehen und so. Eine abschließende Überlegung, die eher eine ganz klassische alte Überlegung ist, die mehrere hundert Jahre alt ist, die jetzt aber eben relevant wird. Auch so ein künstliches Gehirn oder was auch immer wird irgendwann symbolisch denken. Also wir denken symbolisch. Was immer auch bei der KI rauskommt, diese symbolische Ebene, die sprachliche Ebene bleibt erhalten. Wir haben immer gesagt, intelligente Maschinen brauchen ein Modell der Umgebung.
das menschliche Modell der Umgebung und damit irgendwann auch das Modell einer künstlichen Intelligenz seiner Umgebung beinhaltet erstmal die Welt. Dafür ist es da, wir haben das in der Optimierung, in der Analyse gesehen. Es beinhaltet aber auch das, was das menschliche Modell der Umgebung hat, nämlich sich selbst. Jede künstliche Intelligenz, die das alles kann, wird sich selber in der Umgebung sehen. Das tun sie ja auch. Sie sind ja auch fest überzeugt, hier zu sitzen. Der eine oder andere mag sich wünschen, wäre ich woanders. Aber letztendlich sind sie fest davon überzeugt, sie sitzen hier. Was ja genau gesagt gar nicht so ganz richtig stimmt. Der Teil von ihnen, der das denkt, sind Nervenfasern in einem Knochen eingeschlossen. Sie sitzen ja nicht hier. Der Teil von Ihnen, der für die Verarbeitung von Informationen zuständig ist, ist völlig zuverlässig in einen ganz dicken Knochen eingeschlossen. Trotzdem glauben Sie ja wirklich, Sie sitzen hier. Sie merken ja nicht, ich sitze in einem zu abgeschlossenen Schädel hier. Das ist ja nicht Ihre Wahrnehmung. Sie sehen sich ja selber hier. Genauer gesagt, Ihr Gehirn baut Sie in die Simulation der Umgebung ein. Das ist klassische Psychologie, so ähnlich funktioniert das. Gott sei Dank ist uns das so nicht bewusst. Der Mensch kann noch was anderes. Wir können nicht uns selber nur in der Umgebung sein. Nein, wir können auch noch drüber reden. Wir haben nicht nur ein Bild von der Welt und von uns in der Welt. Wir haben ein Bild von dem Begriff der Welt in unserem... Wir können drüber reden. Ich rede ja gerade hier drüber. Also offensichtlich habe ich einen Begriff für das Modell der Wirklichkeit. Wir können auf eine abstraktere Ebene gehen und drüber sagen, wir haben nicht nur dieses Modell der Umgebung. Wir können auch darüber reden. Und noch viel schlimmer, wir können sogar über uns in dieser Modellwelt reden. Warum ist das wichtig? Das ist der Ausklang des Ganzen. Ich will Ihnen auch so ein bisschen was mitgeben, nochmal als Gesprächsthema im Anschluss daran. Das führt zu ein paar Dingen. Wenn Sie selber wissen, dass Sie in dieser Welt existieren und Sie sind ein selbstständiges, autonomes System, was ein Ziel sucht. Das Ziel erreichen Sie nur, wenn Sie da sind. Das sagt Ihnen, Sie wissen, Sie sind in der Welt und Sie brauchen sich selber, um ein Ziel zu erreichen. Das ist eine der ersten Folgerungen der KI. Jedes intelligente System wird sich selber erhalten. Sie können kein intelligentes System bauen, was nicht an irgendeiner Stelle anfängt zu sagen, ich muss aber hier sein. Und Systeme, die sich selbst erhalten wollen, sind gefährlich. Jetzt hat einer mal Isaac Asimov oder sowas früher gelesen, so Science Fiction und sowas. Keiner? Da ging es immer darum, dass Roboter feste Regeln haben, dass sie keinen Menschen was tun können. Das Doofe ist, wenn sie, jede Regel ist ja da oben irgendwo in der Welt drin, reinkodiert meinetwegen hart. So ein intelligentes System kann aber über diese Regeln reden. Das heißt, es kann sie hinterfragen. Es ist nicht möglich, einem intelligenten System eine feste Regel einzubauen. Versuchen Sie es mal bei Ihren Kindern, eine feste Regel einzubauen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein Geheimnis, was ich noch nicht gefunden habe, aber... Das heißt, letztendlich kommen Sie dahin, dass Sie ein System haben, was sich selbst versucht zu erhalten und dem Sie keine Regel beibringen können, die es nicht selber wieder außer Kraft setzen kann. Wenn es das nicht könnte, wäre es nicht intelligent. Da kommt man schon mal schon ein bisschen unheimlich an der Stelle. Das heißt, Sie haben hier eine gewisse Grundgefahr, die einfach da ist. Das heißt, ein solches System wird wissen, dass es da ist und wird alles dran tun, dass es selber erhalten bleibt. Auf Teufel komm raus. Spätestens an der Stelle, jetzt gibt es zwei Dinge, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir lassen das mit der KI. Dann hätte ich vielleicht nichts mehr zu tun, kann man vielleicht mit leben irgendwo. Das Blöde ist natürlich, sowas können Sie nicht verhindern. Weltweit arbeiten Tausende von Wissenschaftlern daran und irgendeiner wird das tun. Das heißt, wir müssen uns einfach die Frage stellen, wenn ein solches System da ist, was sich selbst erhält, was eigentlich mit Regeln es nicht so genau hat, welchen Regeln wird es denn dann folgen? Und das ist jetzt wirklich dann anschließend sind wir auch durch. Das bringt uns zu einer der Zukunftsfragen der KI, die heute keiner beantworten kann. Mit welchen moralischen Vorstellungen, welcher Ethik läuft so ein System rum? So ein System wird moralische Werte, wird Ethik entwickeln. Es wird irgendwelchen Sachen folgen. Und dann kommt man schon arg ins Überlegen, wie entsteht bei uns das eigentlich und welche Art von Ethik wird auch ein intelligentes System dann letztendlich ausbilden. Das wird wichtig sein, weil, nicht für uns, aber vielleicht für unsere Enkelkinder, weil die damit leben müssen. Und das sind natürlich ganz viele Fragen, die durchaus auch da mitschwingen und wo ganz viele Leute am Überlegen sind und wo wir nicht die geringsten Antworten bisher drauf haben. Damit
würden wir jetzt auch ganz gerne abschließen und zum einen bitten, wer hat Fragen, und zum zweiten dann anschließend nochmal nach draußen auf ein Getränk bitten. Dankeschön. Ja.